Ma hun den 23. Oktober an haut kenteng Special Edition fu Crew Talks ma feieren bei videogames.lu 5 Joer. Dabei hun ich de Band, die schon seit 5 Joer an der Crew dran ass. Aber Tim, schwätz ma bisschen iwwer Vergangenheit an Zukunft fu VGLU. Herzlich willkommen. Bonjour. Ma jo Ben, wei hüsse dich dann Entschluss für 5 Joer bei VGLU Matzemann? Wie bist du drauf gestoßen? Weil das war eine witzige Geschichte. Demos hat Pitz, also der Pau-Pitz, mein Nickname, ist auch geschrieben, weil ich hier noch schon eine Zeit später drüber gesehen habe. Das war ja noch die Zeit von dem Forum. Und ich war immer in den noch mit einer Merkart Leute gesehen und ich hatte hier eine so von einem deutschen Forum und ich hatte damit auch geschrieben. Und am Oktober, besser gesagt, am Oktober 2011, als dann eine kleine E-Mail kam, so, hey, mir ein Videogame sehr lustig abgemacht, wer flott, was dabei bist. Und du hast hier dann beim Zettel gesagt, abgemacht, und ich war auch den Tag selber durch den Ofen direkt auf Zettel gemeldet. Jo. Und, ja. Also, das, wo Freya einfach nur in den Internet sitzt, das ist nicht das, was Leute heute kennen, Gaming-Café und so. Voilà, demnächst werden Internet sitzt, das heißt, Pitt hat wirklich schon mal die Informationen von der Gaming-Szene plötzlich sogar geschrieben. Und es war ein Forum dabei, was extrem aktiv war die Zeit, und was Leute auch noch nicht gehört, weil das Forum einfach ausgestürzt ist durch soziale Medien wie Facebook und Co. Aber wir hatten auch noch die Zeit wirklich einen eigenen Mumble-Server, und da waren auch immer spaßige Momente dabei. Ja, über die Herkunft vom Num braucht man Mengen nicht zu schwätzen. Ich meine, den ist evident. Da kommen wir bei der Gaming Café. Wie kommt dann die HKD-Idee ab? Mal den aus Anfangs 2014, der ich gemerkt habe, so April, März war das. Das war einfach eine Idee für die Leute auch mal den jetzt verbunden und nur mal so eine kleine Gruppe gehabt, die im Moment, wo man nicht gespielt hat, so Gaming oben, da kann ich nicht verreifen sich aus. Und den Cedric alias Bongo Smash hat immer dann den Hauptgedanke für die Leute aus dem Land zusammenzukriegen, abgekoppelt. Und ich meine, die Zeit, wenn ich gucke, dass das ja doch schon 2 Jahre hier Maps erreicht, aber weil immer bis auf 98 Leute sind, die immer kommen. Und jeweils erreichen wir auch 100 Leute und ich meine, von den 100 sind auch immer gute Botzen, die immer regelmäßig kommen. Ich werde wirklich nach mir wischen, als sind immer im neuen Gesicht dabei. Ja, das ist eigentlich schon all Event, was so an der Geschichte von VGLU zu uns schwätzen lässt, oder hast du noch etwas Spezifisches? Wie das 5 Jahre hier aus, sind schon ein paar so Recaps zu machen. Online-Turniere gab es auch in der Zeit, einfach mega lol zu erwähnen, was man ja im Hintergrund gesehen hat, wie Volley. Dann ist aber auch, was man online plus offline gemacht hat, in dem Moment, das war für die Plötzburg-Liga. League of Legends Liga, wo man auch 2013, 2014 ja, jeweils bis zu 32 Kippen mit 5 Spieler jeweils erreicht hatten, mit dem Hauptaufschluss-Event dazu koppelt in dem Moment. Aber wir hatten noch ab 2015 dann die Luxemburgische Smash League, die bei uns nur von gefunden und wurde ja auch 50 bis 60 Leute pro Season mitgemischt. Was kein schlechtes Success, gebe ich mal so. Und das später kommen dann noch zum Winter Clash und Summer Clash. Also, das hat sich aber relativ schnell zu einem großen Event entwickelt, das Ganze. Hat er das gedurcht, demnächst, wo er den Sit abgemacht hat? Also, ganz ehrlich, ich war immer skeptisch an der Zeit, für das so Sachen habe es könnte geben, wenn es das Resultat hat, gesagt, noch 5 Jahre viele Arbeit, die auch als Viergänger gemacht haben, immer als gut etabliert am Land, gebe ich so. Genau. Ja, mittlerweile auch ein SBL. Wie gesagt, Zukunft aus. Denkst du, das geht noch mehr weit? Oder wurde das erreicht, was wir eigentlich wollten? Denke Meinung noch. Also, ich bin da ganz optimistisch, dass es noch kann vierer gehen. Natürlich muss ich noch mit anderen SBLen am Land zusammen schaffen. Wir wollen nicht Gaming-Zukunft auch generell gucken. Das PlayStation VR und das Nintendo Switch, das ist gut. Da sind ich ziemlich optimistisch, dass es noch gar viel Jahre und vierer gehen. Auch mit Videogames auch. Heißt, der Gaming-Café wird sich noch weiterentwickeln? Du fängst auch stark aus. Den hat gerade recht angefangen. Ja, den hat gerade recht angefangen. Genau, du kannst auch noch erwähnen, dass Boardgames ja auch in der letzten Zeit immer mehr wichtig im Gaming-Café gesehen. Von daher, ja, da wird man noch ein paar interessante Events zu Gesicht bekommen. So, dann haben wir noch etwas für den 19. November. Da gibt es nämlich Kochbahn. Aber was geht noch da so im Gaming-Café? Man hat die erste Pokémon-Turnier organisiert und die nehmen dann eine kleine Giveaway so rum drauf für die Leute. Wir feiern da als 5 Jahre dann notrichtlich, weil wir leider nicht für den Datum
das alle gelohnt gut. Und ich meine, gerade weil Videogames läuft noch durch deine Community. Immer die Leute, die auch auf den Gaming-Café kommen und auch auf Facebook aktiv dabei sind, da müssen die Leute unbedingt lernen. Wie gesagt, Kuch aus vier programmiert, dann und Leute zu kommen, gebe ich so. Ich meine noch. Ja, das war dann schon für heute. Das war ein kleines Episode. Wie gesagt, denke, 5 Jahre am Recap ganz schnell. Mit Blobby Wolli am Hintergrund. Wieso, merci für's nur gucken. Aber bis demnächst. Bis dann.